Guten Morgen, Leute! Ich bin wieder zu Hause. Ich war nämlich schon die ganze Zeit weg, aber das habt ihr nicht mitbekommen, weil wir nicht gevloggt haben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man dann gevloggt hat. Auf jeden Fall war ich gerade meine Wimpern auffüllen. Voll cool. Ich sehe jetzt wieder aus wie ein normaler Mensch. Weil vorher hatte ich echt nur so 3 Wimpern so. Ja, sah scheiße aus. Gleich muss die Juliane kommen. Die kommt uns heute nämlich besuchen. Weil, erstens, sie hat sich vor kurzem erst ein neues Auto gegönnt. Das wollte sie uns zeigen und sie geht auch bald nach Mexiko mit einer Freundin von ihr in Urlaub. Ihre Freundin ist irgendwie Stewardess und hat da was abgecheckt. Läuft bei ihr. Ich wäre auch gern dabei. Naja. Kannst nichts machen, Nala, gell? Komm her. Nala! Guck mich an. Oh ja. Guck mich jetzt an. Guck mich an. Guck mich an. Nala. Nala. Guck mich an. Guck mich an. Dieser Blick, Leute. Dieser Blick. Das ist eine angepisste Katze. Denkst du, dass mich jetzt runter? Alle Ärger. Nein. Nein. Ich lasse dich nicht runter. Hm. Hallo. Sagst du, bist du? Hallo. Ein Geist. Wie ist das? Auf der Toilette? Deine Mutter. Mann, guck mal. Weißt du, wer da drin ist? Geist. Geist? Bist du da? Marco? Yes. Da geht es nicht vorbei, 5 Jahre. Nein. Aber 5 Jahre, 120 ist auch gut. Ja, und halt neu, gell? Guter Deal. Ja, Leute, wie ihr schon hören könnt, denkst, Juliane ist da. Hallo. Sie ist uns besuchen gekommen, weil sie am Montag fliegt sie nach Mexiko. Mexiko! Arriba! Tapas! Voll schlecht. Quesadilla! Tequila! Ja. Burritos! Ja, genau. Alles geile Sachen. So, sag mal was auf Spanisch. Ey, Cerveza! Tapas! Gracias! Ja, gracias! Genau, und Anna, also wir sind jetzt auf dem Weg zu Mercedes. Und noch was Spanisches. Komisch, gell, wo es ein deutscher Auto macht? Ja, Mercedes. Weil sie holt ihr neues Auto. In der Familie Damm ist es nicht das einzige neue Auto, denn die Juliane hat sich auch ebenfalls ein neues Auto gegönnt. Ja, so viel Geld habe ich. Ja. Genau, wir zeigen es euch gleich mal später. Der erinnert uns voll an unseren alten Kia, ich weiß auch nicht. Also so, hat so die gleichen... So. Na gut, der ist schon viel besser. Ja, der ist schon viel besser, aber so, es kommen so die gleichen Gefühle hoch, weißt du? Kleinwagen halt, ne? Ja, genau. Ja, aber genau. Aber der ist so, ich finde die Art von Auto so am praktischsten, weil die sind voll geräumig, weißt du? Ja. Man kann mit dem mal rumziehen, weißt du? Ich meine, man kann die Sitzbank umklappen, dann ist es voll geräumig, da passt viel mehr rein als jetzt in einer Limousine oder so. Ja. Und wir zeigen euch gleich, was für ein Auto das wird und so. Heute, der Vlog geht halt nur um Autos. Auf dem Weg nach Pforzheim habe ich so US-Rap-Playlist angehört. Ja. Die ganze Zeit. Also es war so richtig so Gangster-Rap. Irgendwann habe ich gemerkt, wie ich die ganze Sommer die ganze Zeit so mitgesungen habe. So, Alter, da kommt bei der Gangster in mir raus. Aber das ist auch so, wenn ich meine Deutsch-Rap-Playlist anmache, dann bin ich auch die ganze Zeit so. Dann fühlt man sich direkt richtig cool im Auto. Ja. Ah, und das Oberteil habe ich übrigens noch. Boah. Das Oberteil habe ich übrigens neu, Leute. Das ist aus der neuen Fenty-Kollektion Puma, Fenty University. Also ich finde die Fenty-Sachen sind echt richtig geil. Ich finde die passen voll zu mir. Ich sitze jetzt gerade im neuen Auto drin. Woo! Das sieht richtig schön aus, Leute. Guckt euch das mal an. Es ist ein Mercedes
Eine C-Coupé. Wir haben ja Leasingfahrzeuge. Alles so weiß und hell. Alles richtig nice. Das hier ist voll schön. Keine Ahnung, ich bin gar kein Autoexperte. Ich weiß nur, wie man es fährt, aber ich weiß jetzt nicht, was ich hier beschreiben soll. Auf jeden Fall, ich zeige euch auch mal Julianes Auto. Das ist nämlich auch sehr schnuckig. Also das hier ist Annas Auto und Julianes Auto ist das hier. Das hier ist Julianes Auto. Das ist kleiner Caesar. Hier, so sieht es von innen aus. Super komisch, ich weiß nicht, was es ist. Das sieht aus wie irgendwas Ekelhaftes. Ich werde heute Morgen fast reingetreten und dachte mir so, boah, muss fast kotzen. Und das ist meiner. Schöner Mini. Okay, ich werde verrückt, gell? Break it down, back it up, fuck 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 it up, break it up, break it up, break it up. I made love to a stripper. First I had the temple, 20,000 ones. She said I'm that nigga. I said I'm that nigga, bitch. I already know. Now she acting out of pocket, trying to grab up on my pants, on that bitches in my. Verschüttet im Hell. Ja, ich war schon voll aufpassen. Also Milo darf. Also Dings, wir haben jetzt Patty abgeholt. Hallo. Die sitzt da im Hintergrund, man sieht sie nicht. Und uns ist voll die Scheiße passiert, also mir ist voll die Scheiße passiert. Ich habe Milo Hallo gesagt und dabei ist mein Handy runtergefallen. Und sehr, man sieht sie gerade gar nicht, aber alles, oh, alles kaputt. Geil, ich finde das so krass. Seitdem ich ein iPhone besitze. Ja, ist dann noch nie passiert. Es ist mir noch nie passiert. Ich, wirklich, das ist so, bei jedem passiert das einfach. Bei mir ist es so ins Wasser gefallen und so Wasserschaden hatte ich einmal. Aber sonst passiert mir nie etwas. Also nie was mit dem Display zumindest. Ich habe nur so Softwarefehler. Ich glaube, so. Deswegen ist iPhone 8 nichts für mich. Weil dann würde ich beide Seiten kaputt machen. iPhone X. Das habe ich mir überlegt. Meinst du das? Ich weiß ja nicht, die Größe ist halt das, was ich so geil finde. Und iPhone X ist halt wie, ist halt zwischen, ein Zwischending zwischen Plus, ja, und Bildschirm iPhone. Bildschirm ist gleich. Das Display ist gleich. Nee, der Display ist gleich, weil das ist ja, geht ja über den ganzen. Über den ganzen, genau. Genau, aber irgendwie diese Größe habe ich mich schon so dran gewöhnt. Ja, weil dann kommt dir das halt voll klein vor. Ja. Wo alle anderen sind im Gespräch, du. Sieht aus wie ein Mann. Bin ich sehr aus wie eine Frau. Ja, dein Tittchen. Brustmuskulatur. Titten. Sei nicht neidisch. Der ist größer als ich. Läuft bei dir. Ja. Mundstück ist runtergefallen. Wow, neu.